Oh, American, Alter. Und britisch. Ja, wahrscheinlich ist Monte. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr wolltet doch sicherlich alle schon unbedingt immer mal wissen, wie tatsächlich YouTuber genetisch aufgestellt sind. Wo kommen wir ganzen YouTuber eigentlich her? Und was ist überhaupt unser genetischer Ursprung? Was? Das wolltet ihr... Ihr wolltet das nie wissen? Ist mir scheißegal, ich mache dieses Video jetzt trotzdem, weil ich habe für diese App bezahlt. Es gibt nämlich eine App, meine Freunde, die heißt Gradient. Und zwar kann man da tatsächlich Leute auf ihre DNA-Ancestry, also quasi ihren genetischen Ursprung aufgrund eines Facefilters testen. Nein. Also das heißt, irgendeine AI scannt dein Gesicht und sagt dann, du bist für 12% so und so viel und für 100% bist du das und das ist 112%. Das macht keinen Sinn. Nö. Ich würde sagen, meine Freunde, wir probieren das einfach mal aus. Ich habe mir ein paar Bilder von YouTubern runtergeladen. Wir werden jetzt in diese App einspeisen und an der Stelle einfach mal gucken, wen wir da so haben. Ich würde sagen, wir beginnen mit diesem wunderbaren Charakter hier oben, iCrimex, meine Freunde. Und schauen mal ganz kurz. iCrimex ist beispielsweise zu 45% polnisch, 27% finnisch, 16% German und 12% schwedisch. Alles klar, Gender Male, das wurde auf jeden Fall schon mal falsch erkannt. Viele Leute wissen es vielleicht nicht. Max hat, ist ja auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen direkt beim nächsten Bild und gucken mal ganz kurz. Gewitter im Kopf, Jan. Wo kommst du denn her, mein Guter? Gewitter im Kopf, Jan, ist... Okay. Alles klar. 80% tschechisch. Okay. 10% deutsch. Ja, das ist, glaube ich, richtig. 7% holländisch und 3% aus der Schweiz. Es wäre krass, wenn das tatsächlich jetzt stimmen würde und Jan wäre wirklich tschechisch. Ich meine, also, wie macht man fest, ob jemand tschechisch aussieht oder nicht? Oder deutsch? Also, gut, ich sehe aus wie eine Kartoffel, ja. Aber ich würde jetzt, also Jan, dunkle Haare, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt eher gesagt, so Jan sieht irgendwie für mich so ein bisschen britisch aus, aber ich kann das Wort nicht mal richtig aussprechen. Jetzt bin ich mal gespannt, meine Freunde. Annie the Duck, wo kommt sie wirklich her? Da ist auf jeden Fall, okay, das ist komplett falsch. German stimmt, glaube ich, zur Hälfte bei ihr. Österreich auf keinen Fall, polnisch definitiv nicht, kanadisch auch nicht. Ich glaube, Annie ist ein Stück weit Marokkanerin oder sowas, wenn ich das irgendwie richtig im Hinterkopf habe. Ich weiß es aber auch nicht mehr und ehrlich zu sein, ist es mir auch egal. Jedenfalls weiß ich so viel über sie, dass ich sagen kann, dass das hier definitiv falsch ist. Sie ist auf jeden Fall female, das wurde schon mal richtig erkannt. Sie fragt, woran erkennt es ist, an den langen Haaren oder nicht? Also es hat auf jeden Fall die Augen hier erkannt. Annie hat ein krass symmetrisches Gesicht, seht ihr das? Guck mal auf diesem Foto hier, diese ganzen Punkte, da ist gar nichts asymmetrisch. Krass, Alter. Krass, krass, krass. Jetzt habe ich ein wunderschönes Bild und zwar meine Freunde von Papa Platte. Schauen wir mal ganz kurz, wo der Boy herkommt. Ach so, ah ja. Yeah. Okay, Papa Platte ist zu... 44% türkischer Abstammung, zu 42% deutscher, 12% Franzose und 2% chinesisch. Das liegt wahrscheinlich an den Augen, die er hier nicht so ganz aufhat. No racist an der Stelle, aber ja, die 44% Türke sehe ich auf jeden Fall nicht. Papa Platte, einer der größten Deutschen. Ich finde es auch tatsächlich geil, dass Papa Platte... Wobei, er sieht ja so ein bisschen aus wie UFO auf dem Bild, nur halt in extrem hässlich. Es ist zu wild. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist echt bemerkenswert, Kevin, dass diese KI versucht, dein Gesicht irgendwie in verschiedenste symmetrische Dinge zu unterteilen. Das hat nicht ganz funktioniert, da stimmt irgendwas mit deiner Nase nicht und dein Kinn guckt einfach über den normalen Rand eines symmetrischen Gesichtes hinaus. Also keine Ahnung, was uns das sagen soll. Trotzdem speichere ich mir das Bild auf jeden Fall mal und werde das definitiv auf Twitter ballern. Ganz wichtiger Hase. Julian Bam, bin ich mal gespannt. Singapur auf jeden Fall. Ich denke mal, ich habe dafür schon bezahlt. Ich habe dafür schon bezahlt. Ah ja. Japanese, German, Brazilian und Portuguese. Okay, Japanese ist actually gar nicht so weit weg, weil, meine Freunde, wenn wir nämlich mal ganz kurz, also ich meine, ich bin ja extrem intelligent, wenn wir mal ganz kurz hier auf Maps gucken, dann können wir sehen, meine Freunde, dass Shanghai ist tatsächlich zwar in China, allerdings ist der Weg nach Japan gar nicht so weit. Also hier, meine Freunde, könnte man definitiv sagen, Ju ist vielleicht von Fukuoka nach Shanghai rüber. Hm? Wer weiß, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall passt das ein Stück weit. Gar nicht so schlecht. 47% Deutsch, das passt auf jeden Fall, weil sein Papa definitiv Deutsch ist, Brasilianer und Portugiese. Wahrscheinlich, weil er einfach vorher auf der Sonnenbank gewesen ist und eine gute Bräune hat. Rezo, wahrscheinlich 100% Kartoffel. Ja. Oh, American, Alter. Und britisch, alles klar. Rezo ist zu 49% deutsch, das sieht man auf jeden Fall. Rezo sieht auch wirklich ziemlich allmann aus. Das ist aber trotzdem krass, dass es das erkennt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, dass es tatsächlich erkennt, dass die Deutschen wirklich deutsche Abstammung sind. Das Geschlecht wurde ja auch vollkommen richtig erkannt. Rezo ist auf jeden Fall zu 100% female, das sieht man auch an den Haaren. Tolles Bild, Rezo, Grüße geht raus an dich. Das wird auf jeden Fall wieder ein toller Artikel von verschiedensten Boulevardblättern werden. Really, Dicky? Dann gucken wir mal ganz kurz, was ich bin, meine Freunde. Ich bin 47%.
90% Deutscher, der Rest ist Däne, Schwede und Schweizer. Also Däne natürlich klar, Nordmänner sehen sehr attraktiv aus, sind groß, stark gebaut, blonde Haare, blaue Augen. Das bin nun mal ich, Leute, was soll ich sagen? Das Ding ist aber tatsächlich, dass das bei einem DNA-Test, den ich mit Jody gemacht habe, sich ergeben hat, dass ich irgendwie 60% Brite bin, 20% Jüdisch oder sowas, 10% Deutsch und der Rest ist irgendwas anderes gewesen. Auf jeden Fall eine ganz, ganz seltsame Mischung, wo ich keine Ahnung habe, wo das Britische herkommt bei mir. Aber was jetzt da tatsächlich richtig ist, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Wahrscheinlich bin ich einfach wirklich 100% Kartoffel. Geil, Mann. Schauen wir mal ganz auf, wo Standardskill herkommt, Leute. German, French, Belgien und Ukraine. Ohne Spaß, Leute, ohne Witz jetzt an der Stelle, sehe ich vollkommen. Deutsch auf jeden Fall, ganz klar. Franzose könnte auch so ein bisschen irgendwie sein, hat er was. Und Ukraine, Belgier, also Ukraine ist diese ruppige Art, so ein bisschen, er hat sowas Östliches auf jeden Fall. Also no racist wieder an der Stelle, ich muss echt aufpassen, was ich hier sage. Aber ich finde, das passt irgendwie und man erkennt auf jeden Fall, dass Standardskill Male ist. Also Philipp ist ein echter Mann, der ist ein echter Drogendealer. Da fährt er, der Drogendealer. Polizei! Julienko, bin ich mal gespannt, was bei ihm ist. Deutsch, Belge, Türke... Belge wahrscheinlich, oder? Er ist Belge. Er ist ein Belger. Deutsch, Belgier, Türke und Kanadier. 44% Deutsche, 24% Belgier, 16% Türkisch und 16% Kanadier. Türkisch wahrscheinlich wegen den dunklen Haaren oder den dunklen Augenbrauen. Könnte sogar mal hinkommen. Ich habe keine Ahnung, wo Julienko herkommt. Ich habe Julienko einmal in meinem Leben gesehen und ich habe ihn nicht nach deiner ethnischen Abstammung gefragt. Verzeiht mir das bitte an der Stelle hier. Keine Ahnung, wo er herkommt. Ich sage einfach mal top. Das passt. Super, die App. Schauen wir mal weiter, meine Freunde. Montana Black. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Jo, wahrscheinlich ist Monte Schwede, oder? Wahrscheinlich ist Montana Black Schwede. Alles klar. Okay, passt mal auf. Wie hört sich Montana Black eigentlich auf Schwedisch an, meine Freunde? Montana Black heißt auf Schwedisch Montana Svart. Montana Svart. Montana Svart. Okay, vielleicht kann ich auch hier nochmal tauschen und ich gebe hier mal Montana Black ein. Montana Black. Montana Black. Ne, Montana Svart ist es auf jeden Fall. Es ist Montana Svart, meine Freunde. Definitiv, Monte ist auf 100%, weil es der einzige Schwede ist, den ich kenne. Definitiv der Bruder von PewDiePie. Anders kann es gar nicht sein. Yippie! Machen wir weiter mit Katja Krasavic. Sie ist auf jeden Fall Ägypten, irisch, amerikanisch. Okay, das stimmt gar nicht. Ich glaube, Katja ist tatsächlich Tschechin zum großen Teil, ähnlich wie Kelly. Ich glaube sogar Vollblut-Tschechin oder zumindest zur Hälfte. Ich weiß es gar nicht, müsste ich sie jetzt mal fragen. Aber ägyptisch sehe ich an der Stelle gar nicht. Also Cleopatra war wahrscheinlich eine deutlich hübschere Frau als du, Katja. No front an der Stelle. Amerikanisch, ja, könnte gut sein. Irisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, woher. Wahrscheinlich säuft sie einfach wie eine Irin. Auch an der Stelle wieder no discrimination. Ja, das war natürlich nur ein blöder Witz. Ich habe hier nichts gesagt. Ich halte einfach mein Maul. Schauen wir mal hier ganz kurz, meine Freunde. Shrek wird leider nicht erkannt. Das ist echt extrem schade. Ich wollte immer mal wissen, wo Shrek herkommt. Vario, meine Freunde. 1000% Deutsch wahrscheinlich. Franzose, German, Norwegen und Schweden. Okay, also wenn wir den Franzosen rausnehmen, dann würde ich fast schon sagen, das stimmt, weil Varion wohnt so weit nördlich, meine Freunde, dass er vielleicht sogar schon schwedische und norwegische Wurzeln haben könnte. Man weiß es natürlich nicht. Passt aber auf jeden Fall an der Stelle. Nicht verkehrt. Schauen wir mal ganz kurz, wie es bei Inosokopa aussieht. Gucken wir, ob der Grieche da durchkommt. Und es ist Katari. Alles klar. Aus Katar. Tscheche. Ja, eher jetzt nicht. German, Italian. Also Italian könnte so ein bisschen dieser mediterrane Einfluss sein, das Griechische. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Test auf jeden Fall reingekackt. Das passt auf jeden Fall an der Stelle mal gar nicht. Wenn der Mann heißt Latrides mit Nachnamen, da ist auf jeden Fall griechisches Blut definitiv vorhanden. Ich weiß nicht, ob Nico Griechisch spricht und ehrlich zu sein, ist es mir egal. Paluten, meine Freunde, was ist Palle denn? Palle ist Norweger, okay. Norweger, Deutscher und Schwede. Palle kommt auch aus dem Norden von Deutschland, könnte eventuell hinkommen. Als ob Norweger, was für eine dumme Aussage, als würden alle Leute, die aus dem Norden von Deutschland kommen, direkt skandinavische Abstammung haben. Leute, ich bin Wissenschaftler, ich weiß sowas. Ja, Palle auf jeden Fall hier definitiv zutreffend und passend, kann ich nichts anderes zu sagen. Könnte sogar hinkommen, dass 1% irre, da muss ich das, diese App wohl geirrt haben. Machen wir weiter mit Dagi zu dem B, meine Freunde. Dagi B ist zu Schweizer, Deutsche, Französin und Finnin. Schweiz und Deutsch ist für mich einerlei, also das kommt auf jeden Fall hin. Sehen Schweizer anders aus als Deutsche? Sehen nicht alle Menschen einfach nur gleich aus, genauso wie ich? Ist das nicht? Nein? Okay. Schweizer, Deutscher, Französin und Finnin. Ja, könnte sein, könnte hinkommen. Ja, ein sehr schönes Bild, was wir hier auf jeden Fall von ihr haben. Verliebt! Herr Newstime, da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Grieche, Ägypter, was? Deutscher und Brite? Herr Newstime ist doch kein Grieche, Alter. Herr Newstime hat Clips, wo er Schlager singt. Hier bitte. Immer noch wie damals. Alter, Herr Newstime ist doch kein Grieche. Also, wenn das hier, das speichere ich mir auf jeden Fall auch an der Stelle mal. Da schicke ich definitiv mal InScope. Der wird sich wahrscheinlich damit Herr Newstime nochmal zusammensetzen und die Griechen-WG gründen. Schauen wir mal ganz kurz, wie es bei Dena aussieht, meine Freunde. Dena ist auf jeden Fall zu
73% Deutscher, 16% Russe, warte mal, 16% Russe, 9%, geht das auf? Kann ich jetzt gerade nicht Kopf rechnen oder 73 plus 16 plus 9 plus 2, ja, sind 100%, ich kann einfach nicht im Kopf rechnen. Stimme ich vollkommen zu, ich würde sagen 100% Deutsch und 1% Schwede, dann passt das. Das Schwedische sehe ich bei Dena nicht so, weil da ist er einfach deutlich zu hässlich. Für Schweden sehen die immer sehr gut aus und Felix, sorry an der Stelle. Auch wenn das Foto hier sehr, sehr schön ist, sehe ich nicht bei dir. Dieser Affe hier, wird der erkannt? Nein, natürlich wird dieser Affe nicht erkannt. Es ist schade, es funktioniert wirklich nur bei Menschen. Mr. Beast, da bin ich mal gespannt. Grieche, German, French und Katari. Wo kommt Katari her, Digga? Also, ich habe noch nie einen Menschen aus Katar in meinem Leben kennengelernt. Wo kommt das her? Vielleicht, Tobi, warum hast du in den List reingegangen? Ich habe keine Ahnung, wo Mr. Beast herkommt. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen und um ehrlich zu sein, interessiert es mich auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Unge, 200% Schotte oder Ire. Französe, Belge, Jewish und Vatikan. Ah ja, klar, Leute. Was ja viele nicht wissen, Unge ist der entfernte Sohn vom Papst. Unge ist ein ganz, ganz weit entfernter Sohn vom Papst. Unge gehörte nämlich tatsächlich zum Papst Franziskus. Das Enkelkind von Unge ist der Sohn vom Papst, von dem der Cousin ist Simons Mutter und darum hin. Dann ist es die Schwester, die Sabine nennt. Sweet Home Saarland an der Stelle. Ja, interessante Aufstellung, kann ich wieder nichts mit anfangen. Ich weiß nicht mal, warum ich das hier mache. Ich würde sagen, wir machen weiter. Der Minecraft Villager wird leider nicht erkannt. Schade, ich hätte es gefeiert, wenn der 100% Minecraft rauskommt. So ist es. Was ist, wenn ich jetzt dieses Bild hier nehme und das nochmal da drüber lege? Ah ja, jetzt ist Herr Newstem auf jeden Fall mehr Grieche und Mexikaner und Argentinier. Okay, schauen wir mal ganz, was passiert, wenn ich Unges da drüber nehme. Nehmen wir Unges Bild nochmal da drüber und Unge ist immer noch Belgier, Deutscher, Ire und Brite. Ja, Ire wegen den roten Haaren. Passt an der Stelle. Leute, ich bin an der Stelle raus. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich hoffe, ihr konntet einiges dabei lernen, nämlich gar nichts. Haltet euch trotzdem bitte an die ganzen Regeln, die momentan weiterhin aufgestellt werden. Bleibt zu Hause, schaut meine Streams, schaut Videos von uns allen. Ja, macht euch eine gute Zeit. Das war's von diesem wunderschönen Video. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.